Hallo Leute, hier ist wieder Victor von FunkFit und in diesem Video gehen wir der Frage nach, ob ein Muskel verkürzen kann. Und damit meine ich jetzt wirklich auch strukturell kurz werden. Das heißt, es wird Material abgebaut, wodurch dem Muskel nicht mehr die volle Arbeitslänge zur Verfügung steht. Und ich meine nicht neuronal verkürzen. Das heißt, wenn der Muskel zum Beispiel neuronal bedingt einfach zu viele Signale bekommt und er dann eine bestimmte Spannung einnimmt, das heißt tonisiert und ihn dann durch diese Tonisierung, diese Verhärtung nicht mehr die volle Arbeitslänge zur Verfügung steht. Antwort vorweg in kurz, ja, er kann strukturell verkürzen. Das heißt, es fehlt einfach eine gewisse Materialaddition in Länge, wodurch dem Muskel nicht mehr die volle Arbeitsamplitude zur Verfügung steht. Wenn du auch verstehen willst, was da auf zellulärer Ebene vonstatten geht und warum es auch gut ist, dass es passiert, dann bleib dran. Gib mal bei Google die Frage ein, kann ein Muskel verkürzen? Bekommt man von allen Seiten die Antwort, nein. Ein Muskel kann strukturell gesehen nicht verkürzen. Wenn, dann kann sich nur die Spannung verschieben, sodass der Muskel kurz erscheint. Auch wenn man die weiteren Ergebnisse sich anschaut, die Google einen da offeriert, sieht man die eintönige Meinung, Muskel kann nicht verkürzen. Dasselbe Bild zeigt sich auch bei den ganz großen YouTube-Kanälen. Das heißt, wenn du die gleiche Frage bei YouTube eingibst und dir die ersten Videos anschaust, zum Beispiel von Liebschauen bracht mit 40.000 Aufrufen oder Strong and Flex. Auch das Video hat hier 160.000 Aufrufe seit 4 Jahren, sammelt es weitere Aufrufe. Oder Medical Fitness Trainer Luke Brandenburg, auch mit über 70.000 Abonnenten mittlerweile. Dazu erstmal die Frage, kann ein Muskel wirklich verkürzen? Und die direkte Antwort darauf ist wahrscheinlich nicht. Also von meiner Warte aus, ich lasse mich jetzt auch mal auf klares Nein ein, ja. Wenn sich die Studienlage da wieder in ein paar Jahren ändert oder so, dann seid mir nicht böse, das Video ist jetzt hier 2018 entstanden. In diesen Videos wird die Meinung vermittelt, dass Muskeln strukturell nicht verkürzen können. Ist das allerdings jetzt wirklich wahr? Was sagt denn die Literatur dazu? Schlägt man in sportwissenschaftlichen Lehrbuchklassikern nach, wie zum Beispiel Sportanatomie von Jürgen Weineck oder Sportmedizin von Wildor Hollmann, findet man einen Verweis auf die folgende Studie. Hierzu schreibt zum Beispiel Weineck, wie Abbildung 34 verdeutlicht, kann bei einseitigem Krafttraining und damit verbundener Verkürzung des Muskels, bei fehlendem Dehnungstraining, aber auch bei Immobilisation, zum Beispiel durch Applikation eines Gipsverbandes nach einer Fraktur, eine Abnahme der Sarkomerzahl und damit eine Beweglichkeitseinschränkung erfolgen. Gleich auch die Studie von Williams in Goldsbing aus dem Jahre 1971. Diese Abnahme der Sarkomerzahl ist reversibel. Durch ein entsprechendes Dehnungsprogramm kann die Zahl der Sarkomerzahl wieder erhöht werden, vor allem im Bereich von Ursprung und Ansatz. Relativ lange Sätze, jedoch ist jetzt eins klar, die Sarkomerzahl kann in Abhängigkeit von der Belastung oder Nichtbelastung sich entsprechend anpassen an die jeweilige optimale Länge. Um das Ganze besser nachzuvollziehen, muss man verstehen, dass ein Muskel aus mehreren Muskelfasern besteht. Und jeder einzelne dieser Muskelfasern besteht aus einer Aneinanderreihung von Sarkomeren. Diese Sarkomere sind so zylinderartige Strukturen einer Muskelfaser, die sich bei einer Kontraktion zusammenziehen können und auseinanderziehen können. Es gibt weitere Besonderheiten bei Sarkomeren zu beachten. Und zwar ist vom Überlappungsgrad der einzelnen Proteinfilamente innerhalb der Sarkomere abhängig, wie viel Kraft diese Muskelfaser erzeugen kann. Und zwar gibt es eine optimale Überlappung, bei der die Kraft maximal ist, und eine auseinandergezogene, quasi nicht vorhandene Überlappung, wenn der Muskel zum Beispiel in einem gedehnten Zustand ist, in einem langen Zustand ist, da können die Querbrücken nicht mehr optimal arbeiten und Kraft erzeugen. Und dasselbe ist auch der Fall, wenn der Muskel etwas verkürzt ist, das heißt, die Sarkomere zusammengefahren sind, dann kann die Kraft auch nicht mehr so optimal abgerufen werden. Es wurde wirklich nicht erst seit 2018 in Studien nachgewiesen, dass Muskeln, die in einer angenäherten und verkürzten Position immobilisiert werden, ihre Sarkomere in Länge abbauen. Die schlaue Begründung für diese Anpassung liegt sehr wahrscheinlich darin, dass der Muskel sich einfach versucht, an die Länge anzupassen, in der er die längste Zeit drin ist, damit seine Sarkomere optimale Überlappung aufweisen, um dann da mehr Kraft zu generieren.
In die Richtung lassen sich zumindest die Ergebnisse von Xapo et al. Aus ihrer Studie von 2010 interpretieren, in der verglichen wurde, wie lang die Sarkomere von Frauen, die High Heels tragen, und wie lang die Sarkomere von Frauen, die flache Schuhe tragen, sind. Daraus wurde geschlussfolgert, dass das Tragen von High Heels die Sarkomerlänge verkürzt und die Beweglichkeit im Sprunggelenk dadurch reduziert. Nichts Neues im Grunde. Durch eine Immobilisation lassen sich Muskeln nicht nur verkürzen, auch verlängern. Und zwar, wenn sie in einer langen Position immobilisiert werden. Wie in Studien nachgewiesen wurde, lässt sich das auch durch ein bestimmtes Training erreichen. So zum Beispiel bei einem exzentrischen Training, bei dem die Muskeln nachgebend arbeiten bis zur vollen Bewegungslänge. Aber auch beim Krafttraining mit vollen Bewegungsamplituden. Jedoch scheint ein exzentrisches Training mit nachgebenden Bewegungen in Hinsicht auf Verbesserung der Beweglichkeit vorteilhafter zu sein und größere Effekte zu zeigen als ein ausschließlich konzentrisches Training, bei dem die Lasten ja überwunden werden. Im normalen Krafttraining werden ohnehin meistens beide Arbeitsformen, das heißt exzentrisch und konzentrisch, durchgeführt, weshalb eine Unterscheidung der beiden muskulären Arbeitsformen nachrangig ist. Aber was heißt das nun für deine Trainingspraxis? Zuerst einmal, arbeite in vollen Bewegungsumfängen. Keine Teilwiederholungen bei Kniebeugen, Klimmzügen oder allen anderen Übungen, die es gibt. Weiterhin, detonisierende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Benutzung von Foamrollern und diesen Bällen hier, sind zwar geeignete Methoden, um den Tonus einer Muskulatur zu senken und die Muskulatur dadurch kurzfristig beweglicher zu machen, funktionell beweglicher. Sie können aber nichts gegen die strukturelle Verkürzung, die aufgrund von zu wenigen Sarkomeren in Serie bedingt ist. Im Grunde ist doch eine muskuläre Verhärtung, die viele Menschen hier mit diesen Massagetools behandeln wollen, nichts weiter als eine Immobilisation, bei der Ursprung und Ansatz angenähert sind, wie zum Beispiel bei einer Nackenverspannung. Und derartige Immobilisationen führen nachgewiesenermaßen zu einer strukturellen Muskelverkürzung. Aber auch andere Alltagshaltungen stehen im Verdacht, muskuläre Verkürzungen zu verursachen. Dazu schreibt zum Beispiel Professor Freiwald, einer der führenden Wissenschaftler im Bereich des Dehn- und Beweglichkeitstrainings, Folgendes. Gewohnheitshaltungen werden unbewusst eingenommen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Wenn zur täglichen Alltagshaltung, zum Beispiel am Schreibtisch, auch nachts eine eingerollte Schlafhaltung bevorzugt wird, ist die Muskulatur auch nachts über Stunden in einer dem Ursprung und dem Muskelansatz genäherten Position. Es sind also Bedingungen vorhanden, die den Verhältnissen nahe kommen, wie sie bei experimenteller Immobilisation von Gelenken in verkürzter Muskellänge vorkommen. Zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, Muskeln können auf jeden Fall verkürzen. Und auch bei einer muskulären Verhärtung und einer durch diese Verhärtung bedingten Unbeweglichkeit liegt dieser sehr wahrscheinlich auch eine strukturelle Verkürzung zugrunde, weil diese Verhärtung im Grunde nichts weiter als eine Immobilisation in einer kurzen Muskellänge darstellt. Um diesen Umstand zu beheben, solltest du also nicht foamrollen, du solltest auch weniger statisch dehnen, du solltest den Muskel über die volle Arbeitslänge bewegen und insbesondere im langen, gedehnten Zustand auch Kraft generieren, weil dein Muskel dadurch Signale erhält, die Sarkomere so auszurichten, also mehr Sarkomere in Serie einzubauen, damit diese eine optimale Überlappung ihrer Proteinfilamente haben und dann schließlich in diesem Bereich Kraft generieren können. Übrigens passieren auch die meisten Verletzungen in der gedehnten Position, weil der Muskel dort weniger Kraftkapazitäten hat, diese Position sicher zu stabilisieren. Ein Grund mehr also, kein statisches Dehnen, einfach nur passiv durchzuführen, sondern auch immer dort die Muskulatur anzuspannen. Aber zum Abschluss noch ein kleiner Vorbehalt. Denk mal an einen Spagat. Ist das so funktionell? Ist das wirklich artgerecht? Zwar bekommst du lange Adduktoren, das sind die Muskeln auf der Oberschenkelinnenseite. Jedoch, wann brauchst du diese langen Adduktoren noch? Dein Muskel lernt also, in langen Bereichen viel Kraft zu erzeugen. Erinnere dich aber nochmal an das Muskelkraft-Längendiagramm, was ich vorhin eingeblendet habe. Wenn die Sarkomere zusammengestaucht werden, dann können sie auch nicht mehr viel Kraft generieren. Wenn du also lange Adduktoren hast, die Muskeln auf der Oberschenkelinnenseite, und aber im normalen Stand bist, bist du nicht mehr in der Lage, die optimale Kraft zu erzeugen, wie zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Deshalb solltest du deine Trainingsmethoden immer kritisch hinterfragen und überlegen, wofür du bestimmte Beweglichkeiten brauchst. Wenn diese Bewegungen für uns Menschen sehr atypisch sind, wie zum Beispiel bei einem Spagat, dann kann es sein, dass du dich in eine Richtung hin adaptierst, die sehr, sehr spezialisiert ist und dir dann Nachteile im normalen Bewegen bringt.
Wenn du also kein rhythmischer Sportgymnast, Tänzer, Bodybuilder oder vielleicht Poser bist, dann solltest du überlegen, auf den Spagat zu verzichten. So, das war's auch schon wieder für dieses Mal. Diesmal etwas wissenschaftlicher angehaucht, aber das Thema lag mir sehr am Herzen. Wenn du mehr über gesunde, artgerechte Beweglichkeit erfahren willst, dann schau dir unser 360-Grad-Mobility-Seminar an. Link unten im Beschreibungstext. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich riesig über ein Like freuen. Falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, natürlich abonnieren. Und falls du jemanden kennst, dem das Video auch gefallen könnte, der mehr darüber erfahren will, der wissen muss, wie man sich richtig dehnt, dann teile es ihm doch einfach. Würde mich mega freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!